Hallo und willkommen bei einer weiteren Folge World of Tanks. Ja, heute habe ich ein Replay von Saxonia Tank vom Clan Panzerbären gespielt mit den T-30 auf der Karte Airfield oder Flugplatz. Ja, und ich würde mal sagen, die Runde gucken wir uns mal gemeinsam an. Ja, 910er Gefecht. Saxonia ist hier im Zug mit Tardomus im Centurion. Was wir auch sehen ist, oh ja, der 3D-Skin. Ich habe mir auch drauf, ich mag ihn aber nicht. Ich müsste ihn eigentlich mal wieder runterschmeißen, werde ich eh nicht machen, weil ich es eh wieder vergesse. Na, wollte schon sagen, Platten? Ja, T30, wo fahre ich mit dem T30 hin? Dummerweise immer auf die Heavy-Position hier drüben. Halt Drehturm, bösartige Knüfte. Deswegen fahre ich ja eigentlich immer mit den Heavys. Ist auch mal schön, jetzt vielleicht mal andere Sicht zu sehen. Oh, hallo? Hallo? Schon mal ein guter Anfang. Und der bleibt stehen. Bleibt doch länger stehen? Ja, das wäre auch ein bisschen blöd gewesen. Also. Na gut, reicht aber aus. Da kommt die Arti. Ja, ich würde mal sagen, Spiel so gut wie gelaufen. Klar, man macht das nicht. Hat der ein Glück. Klar, man kann auch mit 714 HP noch weitermachen. Also das Spiel ist noch nicht ganz gelaufen. Ist aber natürlich ein eleganter Anfang, wenn man so viel HP verliert gleich zum Start. Ich würde jetzt nicht vorfahren, genau. Hier ist 3-2, T-30. Passt da bloß auf, weil der Kollege ist nämlich noch da hinten, wobei der ist eh in Deckung. Aber wir haben noch ein T-55 und halt T-30. Wenn die treffen, tut's auch weh. Na? Ich glaube, er möchte doch mitspielen. Jetzt hier ist 59. Nee, das war zu optimistisch. Ja, Standard B rausjagen. Klar, Position komplett beschissen. Gegen T55, wobei T55 ist ja oben, aber halt T30. Ich denke mal, der war in der Annahme, dass die Kollegen hier mit rumkommen. Ja, Zenturin hält oben rein. Das ist schick. Ja, Standard B hinten auch, der Arsch guckt raus Richtung CS. War vielleicht ein wenig zu optimistisch. Oh, ja, genau. Was? EBR? Ach, da steht ja noch ein EBR. Aber komm, der EBR schießt wenigstens mit drauf. Warum macht das nicht? Jetzt oben, Luke. Ah, er hört auch. Er hört auch, wenn man was sagt. Schick. EBR kommt jetzt auch hoffentlich mal mit vor, genau. Ja, ja. Nee, doch nicht. Platten? Hast du Platten, fahr zu Pneujage. Ja, jetzt vielleicht denn mal rumziehen, weil ich gehe mal von aus, Grille wird hier hinten stehen. Was haben wir noch? Objekt wird auch mit hinten stehen. Wir sind noch die beiden TDs und die stehen hinten auf der T, genau auf der TD-Position. Tjörtchen hat es gerade gezeigt. Deswegen kann man jetzt hier erstmal gediegen rumziehen. Jetzt muss man aber doch aufpassen auf das Objekt. Ah. Schade. Centurion gerade gestorben. Genau. Räche ihn. Jetzt
Jetzt bloß aufpassen, reicht ein Schuss vom Objekt, ein Schuss vom T55, dann war's das. Nee, da kann ja auch nicht rumziehen. Nee, Sitte. Blöde Position gerade. Wo ist der 55er? Da ist er. Aber zumindest EBR hat es nach vorne geschafft. Also, ein Applaus. Hey! Kommt der EBR runter und der eigene EBR bleibt oben. Na, kommt er runter? Kommt er nicht runter? Na, die beiden haben da hinten auch Spaß. Nein. Oh nee. /82 Durchschlag. Nur so angemerkt, 280 Durchschlag, ne? Aber bei einer Arti prallt man ab. Seitlich. Gut, wenn er spielen will, dann finde ich schön, dass du da eins reingebrockt hast. Ja, gerade mit der Arti, das ist immer so bitter. So, der T30 hat einen 155mm Kaliber. Und man prallt seitlich bei einer Arti ab. Das ist genauso, wie wenn man mit einem Jagdpanzer, oder mit einem Jagdpanzer eher ein 100 an einen Radpanzer abprallt, von hinten. Ich meine, allein der Klang von der Kanone sagt schon, wenn ich dich treffe oder wenn ich dich beschieße und treffe, dann fliegst du aus dem Universum. Aber wir haben gerade gesehen, nein, man prallt bei einer Arti ab. So, jetzt macht doch da mit den EBR endlich mal Schluss. Ja, ist auch richtig, bleib hier im Cap stehen, weil EBR jagen mit den, wir haben jetzt nur noch schwere, langsame Panzer, der EBR kann jetzt auch die Torte theoretisch umfahren und könnte dann sich hier irgendwie wieder durchschlängeln und dann hinten lang schlängeln, das Ganze könnte man jetzt 7 Minuten mit angucken oder halt, ja, dann lieber cappen, dann lieber noch die Punkte fürs Cap mitnehmen. Weil wir kennen ja auch das Drama mit den Radpanzern. Versuch erstmal so ein Ding zu treffen und dann noch durchzukommen. WG mag ja, liebt ja diese scheiß Radpanzer. Ich meine, was haben wir jetzt hier? 6000 Schaden, 4 Kills. Ich würde sagen, Job erfüllt. Ja, vielleicht gibt es jetzt hier noch eine die Torte riecht sich gerade über den Phase 1 auf. bleib im Cap, bleib bitte im Cap, fahr nicht raus. Nimm lieber nochmal die Punkte fürs Cappen mit, da gibt es nochmal eine Medaille nachher, wenn du durchcappst. Kinderschreck. Ja, der Name ist mir auch sympathisch. Bleib im Cap stehen, fahr jetzt bitte nicht raus. Bleib im Cap stehen.
Kinderschreck 89. Ja, der Name gefällt mir auch. So, Spiel gewonnen. 6000 Schaden, 4 Kills. Wir gucken uns mal das Ergebnis an. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier einmal einen Ace-Tanker, wir haben einen Schläger, wir haben Duelan, wir haben einen Kämpfer, eine Graz-Medaille. Invader, halt fürs Cappen. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, von 0 bis 100 durchzucappen, cappt durch. Jagt nicht irgendwo einen Scheiß Radpanzer, es macht keinen Sinn. Der zieht euch da 7 Minuten lang die Nerven über den Zaun. Ist okay, hat er gut gemacht. Uns gibt noch ein Großkaliber. 147.000 Credits bei 4.244 EP und 25 mal Klopapier. Vom Schaden auf der 1, von der EP auf der 2, da war nur der AMX besser. Warum war der AMX besser? Weil er noch ein bisschen was unterstützt hat. Ja, EBR hoch, 4000 Schaden. Gut, wie gesagt, 6000 Schaden, 4 Kills. Geht auch so komplett in Ordnung, dass sie gewonnen haben. Ansonsten 14 Schuss rausgehauen, 10 getroffen, 9 Durchgang, 60.000 plus und 48.000 für Munition ausgegeben. Klar, Munition ist teuer. Wenn ich richtig sehe, um 7:30 morgens gespielt. Gibt immer so eine gewisse Zeit, entweder spät abends oder halt, habe ich auch kennengelernt, zwischen 5, lass mich lügen, zwischen 5 und 9 oder ab 22 Uhr bis halt, ja, 9 Uhr morgens, das sind so die besten Zeiten, wo man die besten Runden hat. Ja, war eine dufte Runde. Wie gesagt, ich habe auch mal einen anderen Weg kennengelernt, weil ich fahre eigentlich sonst nur immer auf die rechte Seite. Auch mal schön zu sehen, dass es von der linken Seite auch einigermaßen klappt. Auch mal den anderen Blickwinkel zu sehen, war auch mal interessant. Ja, auch hier nochmal der Hinweis, falls ihr auch ein Replay habt, was ihr, was wir uns gemeinsam anschauen wollen würden, täten, denn einfach Nummer 1111 WOT Replays EU hochladen, wir den Link schicken, dann können wir uns gemeinsam angucken. Des Weiteren Abo nicht vergessen oder ein Däumchen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.